Kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und einfach liegen bleiben willst? Kennst du dieses Gefühl, dass du auf gar keinen Fall zur Schule gehen willst? Kennst du dieses Gefühl, dass du genau weißt, dass du die nächste Klassenarbeit versemmeln wirst? Kennst du all diese negativen Gefühle und Gedanken? Wenn ja, dann hast du genau zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst liegen bleiben, du kannst die Schule schwänzen und zur nächsten Klassenarbeit nicht erscheinen. Oder aber du entscheidest dich dafür, ein Champ zu sein. Rocky Balboa sagte zu seinem Sohn: Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge man einstecken kann und ob man trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge dafür einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst irgendjemandem. Schwächlinge tun das. Und das bist du nicht. Du bist besser. Du kennst die Schläge, die das Leben verpasst. Doch wie gehst du wirklich mit ihnen um? Bleibst du liegen oder bist du wirklich ein Champ? Wenn ja, dann stehst du genau jetzt auf. Du stehst auf, damit du keine Angst vor der nächsten Klassenarbeit haben brauchst, weil du wie ein Champ trainiert hast. Ein Champ steht auf und bereitet sich auf den nächsten Kampf, zum Beispiel die nächste Klassenarbeit vor, sodass Scheitern keine Option ist. Ein Champ findet Wege, die nur er bereit ist zu gehen. Ein Champ trainiert und lernt fleißiger, während die anderen im Bett bleiben oder Party machen. Ein Champ geht zur Schule und er weiß, dass ihn niemand aufhalten kann. Ein Champ hinterfragt nicht, ob er die Dinge machen muss. Er macht sie einfach.